Ich würde sagen, die Kraft geht langsam zu Ende. Das war schon in den letzten Wochen ziemlich schwer für mich. Ja, ich möchte halt einfach nur noch schmerzfrei sein und mich einfach gern wieder im Spiegel angucken. Seit 2017 entscheidet sich Christina nach zwei Schwangerschaften für ein Bodylift. Eigentlich eine Standardoperation, die gewaltig schiefläuft. Ja, ich wurde 2017 das erste Mal an der Brust operiert in München. Es kam zu großen Komplikationen, auch während der OP. Daraufhin folgten drei weitere Operationen. Dann wurde mir viel zu viel Gewebe entfernt, andere Implantate eingesetzt, wie ausgemacht. Dann sind meine Brustwarzen auseinandergerissen. Und das wurde dann eben nochmal korrigiert und die Narben wurden immer größer, die Brustwarzen immer kleiner. Nach zahlreichen weiteren Operationen in München sucht Christina 2019 Hilfe bei Professor Sinas. In einer ersten Operation entfernte Professor Sinas bereits die Implantate und zusätzliches beschädigtes Gewebe. Ja, da wurden mir die Implantate und kaputtes Gewebe entfernt. Er wollte es eigentlich anders, damit es besser ist für mich, mir neue Implantate einsetzen, aber das war nicht möglich. Aufgrund der großen Beschädigung muss Professor Sinas mehrere Operationen zur Rekonstruktion planen. Jetzt werden erstmal Expander eingesetzt, die er dann stufenweise auffüllt. So, hallo, guten Morgen. Morgen. Na, wie geht es dir, Christina? Ist alles gut? Ja, ist alles super, ja. Wie hast du es überstanden? Ist alles gut. Hast du Schmerzen? Ein bisschen, aber ist normal, es geht, ne? Ja. Okay, erstaunlicherweise war auf der linken Seite die Situation tatsächlich sehr schwierig, weil du dort ein massives Narbenbild hattest. Ja? Das heißt, da waren sehr, sehr viele Narben, die vorlagen. Und auf dem Weg jetzt auch unter den Muskel mussten wir da sehr vorsichtig sein, dass wir nichts zerreißen. Ansonsten ist es so, dass wir von der Strategie her das alles auch so umgesetzt haben, wie wir es besprochen hatten. Das heißt, dort liegen jetzt Expander ein, um das Gewebe zu expandieren. Dort haben wir auch schon ein bisschen Flüssigkeit, Kochsalz hineingefüllt, damit dort auch schon etwas Volumen drin ist. Das sind ungefähr 200 Milliliter drin. Ich fühle mich sehr gut. Ich bin richtig erleichtert. Okay. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ich habe schon geguckt, ja. Ich habe gleich geluht und habe gesehen, dass die schon um einiges größer sind wie vorher. Und ich bin richtig stolz drauf. Ich habe endlich wieder leichte weibliche Kurven. Die OP ist ein Erfolg. In 4 Wochen geht es für Christina weiter. Also ich merke auf jeden Fall einen Unterschied bei meiner Brust. Die Weiblichkeit ist auf jeden Fall wieder vorhanden. Die hat ganz lange bei mir gefehlt. Und von der Größe her bin ich auf jeden Fall jetzt schon echt zufrieden. Da ja die Implantate bzw. das Ventil unter der Haut ist, kann ich auch schwimmen gehen. Und ich fühle mich so, als wären ganz normale Implantate drin. Hallo. Hallo. Na? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Hi, ja, grüß dich. Hallo. Und geht's dir gut? Ja. Erholt siehst du aus? Ja. Dann fangen wir jetzt an und werden einfach mal auffüllen, ja? Magst du dich schon mal ausziehen, dann gucke ich mir das an. Ja. Und dann fangen wir an, ja? Okay. Das ist es schon, ne? Bumm. Mhm. Naja, da ist er. Da ist er, ja? Also wir haben jetzt im Prinzip, ja, mit dem Magneten rausgefunden, wo unser Pol ist, ja, also wo unser Eingang ist, ja, und da gehen wir jetzt hier mit rein und spritzen das auf. Ja, gut, da sind wir schön drin, ja. Next. Man sieht im Übrigen auch, dass die Haut jetzt tatsächlich nicht nur expandiert wird, sondern auch irgendwo an ein Limit kommt. Das siehst du daran, dass wenn ich das hier aufmache, quetscht deine Haut, guck mal, quetscht dir das Wasser, was ich da reindrücke, regelrecht raus. Mhm. Ne? Ja? Das heißt, hier ist wirklich an der Stelle irgendwo jetzt auch genug. Haben wir schon 5 reingemacht? Das sind jetzt 5. Das ist die 5, genau das. Ja? 3, 2, 1, fertig. Ja? Aber das ist halt der Expander-Effekt, ne? Der Expansionseffekt der Haut. Und das ist auch okay so. Ja? Mhm. Gut, machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Guck mal hier. Nicht erschrecken, ne? Okay? Mhm. Läuft? Läuft, brennt nicht, also ist alles drin. Ja. Das sind dann 7 mal 2 sind 140, ne? Ja. Jetzt schauen wir so auf. Letztes, nochmal eine. Ja? Okay, alles klar. Ich denke, genug. Ja? Einverstanden? Okay, das war's für heute. Ja? Dann würde ich sagen,
machen wir das so, dass wir dich heute einfach mal stationär überwachen, ja, wegen dieser Fieberreaktion vom letzten Mal. Und dann gucken wir, dass alles in Ordnung ist, und dann kannst du wieder morgen nach Hause fahren. Ja? Jawohl. Gut. Na denn. Wünsche ich dir alles Gute. Ja? Bis dann, ja? Ciao. Also, soweit ich weiß, wird so zwischen 3 und 4 Monaten noch gewartet und dann werden die Implantate ausgetauscht, also richtige Implantate eingesetzt und die linke Brustwarze erneut ausgeschnitten. Erneut sind 4 Wochen vergangen. Eigentlich sollte Christina zum Auffüllen kommen, doch sie hat große Schmerzen. Also ich hätte eigentlich zum Auffüllen diesen Monat kommen sollen, aber das war dann im Endeffekt jetzt nicht so. Ich habe Schmerzen in der rechten Brust. Das Implantat hat sich scheinbar gesenkt und drückt mir da gegen eine Wundfläche, denke ich mal, einfach von innen. Und jetzt wird ausgemacht, dass die Expander ausgetauscht werden. Der Arzt, der mich vorher operiert hat, hat einfach einige Fehler gemacht. Er hat sehr viel Gewebe entfernt und hat quasi das Gewebe, was er entfernt hat, einfach durch das Implantat ersetzt. Und die Haut ist jetzt quasi noch vorhanden, aber nichts mehr anderes. Ich hoffe, dass das einfach jetzt bergauf geht und vor allem, dass ein Ende in Sicht ist. Wir werden heute aufmachen und diese Expander, diese Ballons, die wir befüllt haben mit Flüssigkeit, rausnehmen und werden dann die überschüssige Haut, die daraus entstanden ist, nutzen, um dir mit einem neuen Implantat, mit einer dauerhaften Lösung, eine Brust zu geben, die hoffentlich für dich auch in der Weise sich darstellt, dass du glücklich und zufrieden bist, dass sie zu deinem Körper passt und dass sie wirklich das ist, was du leider im Vorfeld durch diese unsäglichen Operationen in München verloren hast. Also ich vertraue Ihnen zu 100% und hoffe einfach nur, dass das Ergebnis für mich dann ausreicht und dass ich einfach schmerzfrei bin und glücklich sein kann. So, okay. Was wir jetzt sehen, sind die Expander, so wie sie sich aufgebläht darstellen. Wir sehen, dass jetzt eine Asymmetrie da ist. Das liegt daran, dass hier eine andere Tasche vorhanden ist als da. Das ist aber alles jetzt erstmal kein Drama. Ein Jahr später hast du jetzt genügend Haut, dadurch, dass wir den Expander eingesetzt haben, den aufgepumpt haben. Und jetzt müssen wir daraus eine schöne Brust formen. Und so eine schöne Brust zu formen, da gibt es gewisse Prinzipien, die wir befolgen wollen, und wenn man das einhält, dann wird es auch eine schöne Brust. Und dann kann man nämlich hier die Haut, die überschüssige Haut, tatsächlich auch so zusammenbringen, dass man eine schöne, runde Form hat, ja, die gleichmäßig ansteigt, also ruhig mit einem anatomischen Implantat, aber dann eine gewisse Projektion verursacht, die zu einer schönen Brust führt. Das heißt, es kann sein, dass wir in der Operation, oder davon gehe ich fest aus, dass wir da auch eine Straffung durchführen müssen. Ja. Innerer BH, äußerer BH, das sind alles Begrifflichkeiten, die da in der Technik mit reinkommen. Ja? Auch ganz wichtig für dich. Die Seite sicherlich die weniger schwierige Seite. Aber hier werden wir den großen Schritt nach vorne machen, wo wir für dich eine deutliche Verbesserung dann bekommen. Ja? Okay? Super. Ja? Freut mich. Ja? Gut. Okay. Eine weitere Operation soll noch stattfinden. Das wäre dann im Endeffekt noch die linke Brustwarze, die ist leider noch mal auseinandergegangen durch die Spannung auch. Und damit wäre dann eigentlich alles fertig. Und für mich zum Beispiel, dass jetzt die Brustwarzen selber einfach noch schöner werden, dafür gehe ich dann im Endeffekt den kosmetischen Weg und werde es vielleicht noch pigmentieren lassen. Wir bleiben für euch natürlich dran an dem Fall. Wie die OP verlaufen ist, seht ihr in den nächsten Folgen von Sina's Second Chance.